Ladies and Gentlemen, hallo und herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect in diesem wunderschönen, gemütlichen Samstagabend. Was war denn das? Ach, keine Ahnung. Wir hatten in der letzten Folge, die für mich 100 Jahre her ist, mal wieder irgendwas gemacht, was ich nicht mehr weiß. Das passiert schon mal. Stimmt, wir hatten hier hinten irgendwas gebaut. Das könnte durchaus sein. Vielleicht sollte ich mir einfach mal angewöhnen, auf die Folgennamen der letzten Folgen zu gucken. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich weiß es nicht. Und ich sollte vielleicht hier irgendwie mich mal richtig hinsetzen. Ist ja furchtbar. Wie war die Woche? War es schön? Ich hoffe. Meine war irgendwie anstrengend. Aber das wundert ja keinen. Ja, doch, das wundert keinen. Was machen unsere Leute? Unsere Leute arbeiten angeblich oder tragen Bücher, arbeiten immer noch, tragen immer noch Bücher, ruhen sich aus, putzen, arbeiten und räumen Regale ein, kaufen ein, irgendwelche komischen Bücher, die ich ja nicht näher betiteln möchte. Und stimmt, wir hatten irgendetwas mit Metalldetektoren getan. Das stimmt, daran erinnere ich mich noch, und dass das mit dem Stromkreislaufgedöns dann nicht so gut funktioniert hat, weshalb wir das hier resettet haben, richtig? Ja, haben wir. Sehr gut. Ich kannte mich an was erinnern. Ich fühle mich glücklich. Ach, schön. Aber gut. Mal angenommen, wir würden... Stimmt, ich erinnere mich. Wir haben denen gesagt, die sollen hier die ganzen Bäume abbauen, genau. Sobald sie diese ganzen Bäume abgebaut haben, werden wir dann dahin einen neuen Soundtrack bauen, damit wir endlich mal diese scheiß Zellenblock E fertig kriegen. Das wäre ja schon mal was wert. Und zum anderen, was ist das? Ach so, unser neues Lager. In unser neues Lager können wir, glaube ich, ein paar Personaltüren bauen. Dann sind wir die nämlich endlich mal los. Die stehen sowieso nur im Weg rum. Die Frage ist doch, das ist zentrierbar, ne? Ja, das ist zentrierbar. Und Handy, halt die Schnauze. Danke. Ich rede immer so sozial. Manche überspielen das. Und ich bin einfach seit 100 Jahren zu doof dafür. Tschüss. Ich muss nämlich gleich noch weg. Das ist echt traurig. Echt furchtbar, muss man schon sagen, ja. Ich muss an einem Samstagabend weg, ach ja. So, was macht ihr? Ihr fällt Bäume. Das gefällt mir, da ist ein Hund. Ich finde übrigens, die Hunde haben es in diesem Spiel echt fett gemacht. Mein Gott, der Hund ist fetter als der Kerl. Oder? Was steht der überhaupt auf seinem K9? Ich weiß nicht, wofür das steht. Vermutlich für Hundestapel oder sowas. Ich weiß es nicht. Bitte haut mich nicht dafür. Aber wir haben hier noch keinen Saft. Was mir nicht gut gefällt. Aber hier fehlen noch Kabel. Da muss noch ein Kabel hin und hier muss das noch gebaut werden, das elektrische Kabel. So, ihr macht das mal eben. Die Teile haben jetzt Strom. Aber... Ach, haben die jetzt? Hä? Ach so. Das kann da oben weg, ne? Ich verstehe. Ich bin wieder verpeilt, aber das passiert schon mal. Ich kann es nicht ändern, I'm so sorry. Ich habe übrigens das Gefühl, dass unsere Hochsicherheitsgefangenen seit längerer Zeit und auch die Gefangenen in diesem Block hier haben seit langer Zeit nicht mehr versucht auszubrechen. Beziehungsweise wir haben es seit langer Zeit nicht mehr gemerkt. Und das macht mir irgendwie mehr Angst, weil irgendwie wäre es praktischer, wenn ich es merken würde, wenn die mal wieder auf die Idee kommen, abzuhauen. Jetzt können wir hier der Werkstatt... Ach, der Werkstatt sind schon Leute zugewiesen. Sehr gut. Wie viele Leute haben wir in der Putzkammer? 15 Leute. Ach Gott, es ist eine ziemlich große Putzkammer, das muss man schon sagen. Also irgendwie, weiß ich nicht. So, was macht ihr? Ja, die Tür könnt ihr schon... Schafft ihr das? Na los. So, perfekt. Hier fehlt nämlich noch ein bisschen Wasser. Der Kerl möchte ganz gerne irgendwann auch noch auf Klo mit Wasser, wenn es geht. So, wo möchtest du jetzt hin? Nein, möchtest du... Da fehlt noch ein Stück Rohr und dann ist aber der komplette Block hier fertig, wenn ich mir das jetzt so angucke. Schaut so aus, ne? Ja. Also, der komplette Block und alles drum und dran ist perfekt fertig. Die treffen sich ja auch perfekt in der Mitte, alle Rohrleitungen. Das gefällt mir gut, es ist symmetrisch. Das heißt, wir haben jetzt hinten das Lager als Kapazität gebaut. Das gefällt mir auch ganz gut. Nach Storage, genau. Aber wozu nach Storage, wenn ich dir sage, dass das hier ebenfalls Storage ist? Jetzt haben wir wenigstens mal wieder Lagerfläche. Das ist ja echt furchtbar gewesen, dass wir hier so wenig Platz dafür hatten. Hier kommt jetzt, wobei ich platziere besser erst die Lampen. Ich habe schon gelernt, das funktioniert nicht, wenn ich den Boden schon platziert habe. Sonst muss ich das ja alles 10.000 Mal anklicken. So, machen wir halt mal so ein bisschen stümperhafte Lagerbeleuchtung hin. Das scheint designtechnisch ganz wertvoll zu sein. Und gefällt mir auch sehr gut. Zack und zack. Und dann kommt hier, was machen wir denn da rein? Betonplatten, oder? Ich meine, viel mehr ist das Ding jetzt hier auch nicht wert. Genau. So, dann sind das hier alles ein paar Betonplatten. Ich denke mal Stromkabel und ja gut, Wasserleitung liegt auch noch dadurch, aber das ist ja egal, ob da eine Wasserleitung drin liegt oder nicht.
Ich denke mal, das läuft auch, wenn da einer durchläuft. Ja, also ich glaube, da sollte es kein Problem geben. Habt ihr denn hier mittlerweile es mal geschafft, halbwegs was einzusortieren? Ja, okay. Und langsam oder sicher werden sogar die Kisten leer. Das heißt, es wird Zeit für Nachschub. Da steht hier auch sogar eine Kiste auf dem LKW. Ist noch ein bisschen sehr wenig, oder? Wobei hat der andere Shop vielleicht ein bisschen mehr. Ne, der hat auch nichts mehr. Also die Regale können noch voller und das kann ruhig zugestellt werden. Da habe ich gar kein Problem mit. So, auf jeden Fall labert der ganze Scheiß, der jetzt hier in Storage kommt, auch schon im Storage. Und alles, was hier gerade momentan Arbeit ist, was machen die hier? Und jetzt Wachablösung? Ne, das ist ja noch Arbeit. Als was arbeiten die? Ach nee, die haben jetzt Freizeit, stimmt. Das heißt, die können jetzt einkaufen. Sehr gut. Und dann sehen wir schon innerhalb von wenigen Sekunden ist der komplette Laden wieder leer, ne? Sehe ich das jetzt richtig? Also hier, die Regale lichten sich so langsam aber sicher. Also das ist echt nicht genug. Wir brauchen Nachschub, was die Kisten angeht. Also das ist eine Runde von der kleinen Kaufgesellschaft und die Läden sind quasi geplündert. Zumal die ja hier oben auch einen eigenen Laden haben, den wir vielleicht auch mal abändern sollten in unserer Verfahrensweise. So beispielsweise und so beispielsweise. Dann kann nämlich jeder da in diesen Läden einkaufen. Die sind ausreichend befüllt, aber die anderen Läden halt nicht und das gefällt mir nicht gut. Freizeit haben unsere lieben Gefangenen, glaube ich, nicht mehr so lange, ne? Nein, die haben nicht mehr lange. Die haben jetzt noch eine Stunde. Und danach gibt es für alle Essen. Und dann sollte sich das Problem auch ein bisschen minimiert haben. Aber holztechnisch wird es ein bisschen leerer. Hier unten zumindest und da oben auch. Ich würde sagen, ja, doch, es wird weniger. Das heißt, hier unten dieses Holzgedönslager muss mal irgendwann leer werden, damit das mal alles weg kann. Und die Werkstätten, die hier sind, sind natürlich jetzt auch so ein bisschen problematisch vielleicht. Ich überlege immer noch, ob ich die anlassen soll oder nicht anlassen soll. Ich mache die jetzt einfach weg. Ja, und zum anderen fällt mir übrigens gerade ein, wo ich jetzt mein Handy wieder sehe. Da sind irgendwie 3000 neue Kommentare. Na gut, 3000 sind es jetzt nicht. Ich muss ja nicht gleich übertreiben. Aber ich sehe sie und ich lese sie. Wenn ich zurückschreibe, ist es immer dann, wenn ich Chance dazu habe. Das ist dann ungefähr nach dieser Folge, werde ich dann gemütlich mich mal wieder da dran setzen. Aber ich habe halt eben nicht jeden Tag Zeit, da direkt darauf zurückzuschreiben. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Bitte, bitte haut mich nicht. Ja, schön, 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 schön. Das ist ein Stapel voller Holz. Kenne ich den Augenvisieren? Ja. Leute, das ist keine Werkstatt mehr, ne? Nur fürs Protokoll. Ihr könnt das Holz, was da drin ist, nach Workshop bringen. Genau. Nach Storage und nach Workshop. Reißt das mal alles hier raus. Das muss ja nicht da drin liegen bleiben. Dann kann das nämlich. Wir lassen den hier mal als Überschwang-Workshop mal einfach stehen. Für den Fall, dass wir mal zu viel Holz haben irgendwo. Dass das weggearbeitet werden kann, dass das hier nicht alles verstopft. Aber solange wir jetzt hier noch eine halbwegs moderat wenig kleine Menge haben an Holz, denke ich mal, ist das nicht notwendig. Hier ist momentan jetzt auch einmal noch Arbeitszeit, wobei hier momentan quasi nur 2, 3, 4 Leute, 5 Leute, 6 Leute, 7 Leute. 7 Leute, richtig gezählt, ja. 7 von wie vielen Leuten können da drin arbeiten? 7 von 17 sind dort auch gerade tatsächlich voll am Arbeiten, sind also wirklich da. Der Rest schleppt irgendwie Holz durch die Gegend da beispielsweise. Der hat 118 Dollar, mein Gott. Hat hier jemand mal Geld gespart? Kann sein, dass der jetzt sein Holz liegen lässt. Ja, du da. Na gut, da müssen sich jetzt unsere Leute auch wieder drum kümmern, beispielsweise um solche Probleme. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen problematisch. Ich überlege übrigens gerade, ob ich hier nicht einfach das Holz mal liegen lasse. Dass die das selber abarbeiten, aber ehrlich gesagt gehe ich gerade mehr davon aus, dass das einfach nicht produktiv ist, weil das halt alles verstopft. Ich hoffe. Gut. Das Scheißzeug hier unten ist langsam aber sicher weg, sehe ich das richtig? Die hier bitte auch demontieren. Ja, das ist kein Freifahrtschein, da rumzustehen. Kurz nachkontrollieren. Alles, was hier ist, wird auch schon abgeholzt. Also wirklich, ich glaube, den haben wir vergessen. Ich glaube aber, das sollte kein Problem sein. Wir machen da, glaube ich, ziemlich viel Holz gerade raus, dadurch, dass wir hier diesen Haufen an Schrott wegreißen. Wir haben ja die Baumschule extra removed, damit ich da jetzt gleich mal ein Gebäude hinklatschen kann. Ein bisschen Geld haben wir dafür, ja. Und ich denke mal, das sollte auch klappen. Demontiert man den ganzen Kappes hier. Die sind auch alle jetzt, glaube ich, gerade voll damit beschäftigt, hier nur das Holz zu fällen. Ne? Wie viel sind das jetzt? Circa 10 Leute, denke ich mal. 10, 11, 12 Leute, die da nur allein fällen. Dann haben wir jetzt hier hinten das, was wächst. Dann haben wir da oben das, was wächst und was dann zum Teil schon wieder abgeholzt werden muss. Die Baumschulen hier sind sowieso die ganze Zeit im Betrieb. Also ich würde sagen, Holz sollten wir jetzt bald wieder genug haben auf Vorrat. Jetzt muss ich mir natürlich ganz kurz mal eben angucken. Das Gefahrenlevel ist nicht zugegen. Es gibt keine Schlägerei, keine Schießerei. Alles noch in Ordnung. Und gleich haben natürlich unsere normalen Gefahrenstufe hat gleich Feierabend, die haben gleich Freizeit und danach fängt die hohe Gefahrenstufe an wieder zu arbeiten. Das haben wir so eingeführt, damit die lieben
Workshops bzw. die lieben Läden arbeiten, damit die auch auf jeden Fall was zu tun haben. Hier drin könnte jetzt noch jemand anfangen zu arbeiten innerhalb der nächsten paar Wochen. Ich meine, jedes Mal, wenn einer hier reingeht, macht er noch zwei Bodenfliesen mehr. Ich finde die Arbeitsteilung eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sollen sie das mal machen? Aber ich merke schon, die anderen Lager werden so langsam aber sicher auch voll, was natürlich jetzt ja, ein bisschen problematisch sein könnte. Aber ich überlege, ja, wobei das Holz, was hier drin liegt, auf den Tischen liegt, das wird ja nicht weggebracht. Aber lassen wir es einfach mal da drin liegen. Ich hoffe, man hört das nicht. Mein Gott. Mein Gott. Ich hätte vielleicht das Fenster zumachen sollen. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ja, sonst muss ich hinter in der Audiospur halt mal so ein bisschen rumtricksen. Mein Nachbar von über mir oder unter mir, ich bin mir gerade nicht sicher, wo das Geräusch herkommt, hat bei offenem Fenster gerade die Idee, den Entschluss gepackt, er könnte mal staubsaugen. Ja. Ich hoffe, man hört das nicht. Ich habe das Fenster auf, weil es hier so unfassbar warm drin ist. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe mal, man hört das nicht, wie gesagt. Jetzt ist es hier gerade Abenddämmerung. Es ist alles entspannt, alles schön. Das wiederum gefällt mir sehr gut. Aber ich höre das Geräusch die ganze Zeit. Alter, hör mal leise da oben. Mann. Oder da unten. Ich weiß es nicht. Ach, egal. Was soll er machen? Ich halte ihn nicht auf. Kann ich sowieso nicht. Aber gut. Ich merke gerade, offensichtlich sind unsere Werkstätten überfüllt, weil sonst würden sie das Zeug nicht ins Lager schmeißen. Wir machen das jetzt hier mal frei. Das ist jetzt meine Option. Wir machen jetzt hier mal die Werkstatt frei. Die können das Zeug ja jetzt ruhig schon direkt in die Werkstatt schmeißen. Die müssen das jetzt nicht extra noch ins Lager bringen, um es danach in die Werkstatt zu bringen. Ich glaube, das ist die ineffizientere Methode. 32.000 Dollar haben wir damit gerade eingenommen. Ich kontrolliere mal gerade, ob wir wie viel wir jetzt hier wieder reinkriegen. Zack. Bisschen mehr als 32.000 Dollar sollten es vermutlich schon sein, denke ich mal. Oder? Ja, 34.000, circa 36.000. Da drüber nur über das bisschen Holz. Warum wurden hier noch gearbeitet? So. Das heißt, wir haben jetzt wieder, sagen wir mal, 70.000 Dollar an Holz zur Verfügung gekriegt. Für einen Tag ist es eigentlich vollkommen in Ordnung. Trotzdem haben wir einen täglichen Mindestens von nur 6.000 Dollar, die wir täglich einnehmen. Das ist aber relativ wenig, oder? Na, ich hoffe nicht. So. Momentan haben unsere normalen Leute Freizeit. Jetzt können die hier hinten auch einkaufen. Das war mein Ziel, dass die Läden da hinten halt auch benutzt werden. Die Großen, die hier sind, die haben gerade gar nicht mal so viel zu verzeichnen. Vermutlich liegt das daran, dass das jetzt hier die Freizeit nach dem Essen ist. Oh, er hat aufgehört. Und das heißt, so Sachen wie, was weiß ich, Nahrungsmittel, die hier verkauft werden können, beispielsweise so eine Tüte Chips oder sowas, wird natürlich jetzt nicht mehr so doll nachgefragt, weil man hat sich ja gerade irgendwie mit meinem Kantinenfraß vollgefressen. Weshalb sich das ja nicht mehr lohnen sollte. Hier draußen liegen die Lieferungen für die Zeuges. Das ist ja schon mal vollkommen in Ordnung. Ladengüter, ich habe gerade verstanden, Ladenhüter. Das wäre ein bisschen schlecht, aber immerhin. Ich glaube, die Güter hier sind keine Ladenhüter. Die sind irgendwie viel zu schnell weg. Und hier ist nichts im Lager. Das könnte jetzt unsere Spätschicht so schön einräumen, aber nein, sie möchte nicht. Was soll's? Was soll ich machen? Eieiei. So, Stapelinhalt, Siegelstein mal 1. Er hat nicht aufgehört. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. I'm so sorry. Warte, ich muss mal kurz leise sein. Oh Gott. I'm so sorry. I'm so sorry. Ich kann es nicht leise. Was macht der? Macht er sein. Ach, der hat bestimmt die Verandatür offen. Oh. Ich kann es leider nicht unterdrücken. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, wenn ich das Fenster zumache. Hier stirbt mein Rechner. Der hat heute sowieso schon. Der quält sich gerade sowieso schon. Ich habe eh das Gefühl, der geht gleich aus. Oh nein. Oh. Hör auf. Bitte lass es die Rauschentfernung hinterher rausrennen dann. Bitte, den muss ich halt mal Rauschentfernung hier drüber machen, dass es das rausrendert. Oh, bitte. Oh Gott, das tut mir so leid. Gott. Schnauze, bitte, danke. Naja, das soll's. Reden wir einfach nicht drüber, vielleicht können wir es ignorieren. Ich hoffe es. Es tut mir so leid, oh Gott. Professionell, aber ich kann es nicht ändern. Mein Gott, wer macht das denn abends um 20? Wer arbeitet abends um 20 Uhr? Ist der zufällig dauerhaft eingesperrt? Nee, leider nicht. Ist er verhungert? Nee, leider auch nicht, na. Meine Güte, was ist das denn für ein Krach hier? Aber gut. Oh, da wurde eine Schippe gefunden. Oh, was hat er denn jetzt? Ein Spaten. Der Spaten hat einen Spaten. Das gefällt mir. Wisst ihr, was wir machen könnten jetzt heute Nacht? Momentan hat der Hochsicherheitstrakt ja noch Arbeit. 2 Stunden sogar noch. Alter. Ja, komm, wir machen es jetzt einfach mal.
Liebe Leute, wir spielen Razzia. Oh, 1000, fast 2000 Orte müssen jetzt durchsucht werden. Wir haben 80 Wachen dafür zur Verfügung. Das sind immer noch viel zu wenig. Oh mein Gott. Alter, 80 Wachen. So, aber man sieht da schon, es geht relativ fix voran hier. Wir haben 100, damit haben wir jetzt schon fast 2%. Eieieiei. Mein Gott. 0,5%, nicht 2%. Sorry, jetzt haben wir 1%. Ei, caramba. Das ist aber auch, viel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon 1900 Orte zum Durchsuchen haben. Gut, dass wir das machen, bevor wir jetzt hier den Teil anfangen, noch abzubauen. Der Baum da kann übrigens auch weg. Ich meine, er kommt jetzt sowieso... Warum? Achso, Baumschule. Ich dachte... Achso, der hat da gefegt. Ich dachte, warum pflanzt er neue Bäume? Ich habe doch die Baumschule weggemacht. Was war das? Ist das ein Knüppel? Ha? Kollege, das geht so nicht. Ein paar Bäumchen werden noch gefällt, aber ich glaube, unsere Mitarbeiter haben gerade Zeit genug für allen Scheiß. Nur, unsere Wachen sind gerade, glaube ich, ziemlich überfordert. Was jetzt natürlich auch gut nachvollziehbar ist, dass unsere Wachen überfordert sind. Weil wenn sie hier natürlich den ganzen Scheiß durch die Gegend suchen müssen. Aber wir haben jetzt auch schon einiges gefunden. Wir haben sogar eine Axt gefunden. Ich weiß nicht, wie man eine Axt in ein Gefängnis reinkriegt. Oder eine Bohrmaschine. Oder einen Spaten. Aber offensichtlich werfen manche Leute so eine Axt über den Zaun. Ihr kennt das bestimmt so. Man nimmt so eine Hand, nimmt die Axt am Schiel und wirft ihn über den Zaun. Und sofern der andere nichts mehr zurückruft, wisst ihr, ihr habt gut geworfen. Dann ist der Kerl zwar tot, aber dann kann der Nächstbeste halt die Axt suchen. Hier, das müsst ihr nicht durchsuchen. Nein. Nein, ihr müsst das nicht durchsuchen. Das kann man immer noch nicht rückgängig machen. Naja, egal. Hier, der Zeug wird gerade zugemüllt. Hier kommen noch haufenweise LKWs nur mit Bäumen und sonstigem Scheiß an. Und ein bisschen Bleichmittel. Bleichmittel ist immer gut. Ein bisschen toxisch. Toxisch schadet nicht, wenn man dann ja irgendwie, weiß ich nicht, sich mal weiß färben möchte oder sowas. Ich weiß es nicht. Für Karneval immer geeignet. Nur nicht für den Verzehr geeignet. Und auch generell eigentlich nicht geeignet. Das kann nämlich schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Naja, okay. Meine Güte. Ich habe heute festgestellt, offensichtlich es hat die Schule wieder angefangen, zumindest in NRW. Ich bin heute in meinem Büro gesessen und habe rausgeguckt und habe 5000 Schulkinder gesehen. Ich weiß nicht, warum. Offensichtlich ist Einschulung Grundschule und natürlich auch Einschulung von allen anderen Schulen und Lebensformen. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn die jetzt natürlich die Werkstätten... Ja gut. Ja, also mir reicht es, wenn ihr die Zellen durchsucht. Ihr müsst die Werkstätten jetzt nicht durchsuchen wollen. Da kann gerne einer was drin versteckt haben. Das juckt mich jetzt gerade einfach nicht. Ja, kontrolliert ihr mal eben. Also ich glaube, wir werden gleich ziemlich viele Leute in Einzelhaft haben. Aber lieber verpassen die den Schlaf, als dass sie jetzt irgendwie Essen oder sowas verpassen. Eine Nacht ohne Schlaf hält der menschliche Körper durchschnittlich eigentlich sehr gut aus. Zumindest hoffe ich das doch. Sonst wäre auch schlecht. Eieiei, wie früh haben wir eigentlich? Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich heute so voll die Chaos-Folge mache. 17 Uhr, nein, nicht 17 Uhr, 19 Uhr 10. Eieiei. 19 Uhr 10 haben wir. Um Viertel nach spätestens muss ich mich bewegen. Das ist echt furchtbar heute. Aber ich wollte jetzt halt nicht wieder irgendwie ausfallen lassen oder sowas. Ich hatte mir gedacht, da kannst du noch mal ruhig eine Runde spielen. Und das machen wir ja auch. Mit nervigen Geräuschen im Hintergrund. Wobei, nein, ihr wisst alle, das war selbstverständlich kein Staubsauger meines Nachbarn, sondern das war hundertprozentig irgendwie die Putzkolonne, die seit neuestem nicht nur wischt, sondern auch staubsaugt. Finde ich gut, dass das Spiel das reingepatcht hat, das gefällt mir wirklich gut. So. Hier werden sogar Leute nochmals durchsucht, weil sie bei denen... Ach, stimmt. Oh Gott. Wenn man bei jemandem jetzt hier eine Waffe oder sowas findet, dann muss da ja durchsucht werden, weil eine Waffe gefunden worden ist. Wenn wir das in unseren Richtlinien so festgelegt haben. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal, Regelwerk. Wenn jemand Waffenbesitz hat, muss er durchsucht werden und seine Zelle auch. Na gut, dann ist das natürlich jetzt eine doppelte Durchsuchung sozusagen. Aber naja, es gibt Schlimmeres. Was geht hier so ab? Hier muss natürlich gleich alles wieder aufgeräumt werden, aber das können die Leute machen, die hier arbeiten. Hier werden gerade die ganzen Sachen durchsucht. Wenn sich hier nichts drin findet, dann lohnt sich das natürlich auch nicht. Das gebe ich durchaus... Da gebe ich durchaus recht im Spiel. Ha! Automatisches Speichern. Ich dachte schon, was ist das jetzt? Ach so, weil wir 20 Minuten voll haben. Ah, ich verstehe. Ich verstehe sehr gut. Aber gut. Ich glaube, wir haben knapp 2000 Orte jetzt langsam aber sicher durchsucht, ne? Hier oben, gut, die Zellen, die müssen das natürlich... Ja, okay, komm, egal. Wir haben den Großteil durchsucht, wir haben keinen Tunnel gefunden. Jetzt finden wir einen Tunnel. Sehr gut. Ich glaube, da ist keiner. Es ist... Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe Hoffnung, dass da nichts ist.
dass das ohne Tunnel funktioniert. Jetzt ist Duschenzeit, das heißt, 90% unserer Gefangenen haben leider nicht geschlafen. Entsprechend großartig sollte die Laune sein. Aber naja, was soll's. Liebe Leute, wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Seht ihn in der nächsten Folge am Sonntagabend um 19 Uhr, so wie ihr es halt standardmäßig gerne haben würde wollen. Wenn das mal irgendwann anders sein sollte, bitte sagt mir das. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Puh.